Deutschland steht Kopf. Überall Demonstrationen. Die Regierung und die von ihr beeinflussten und gesteuerten Medien lügen uns die Hucke voll. Egal, ob es um den Euro, den ESM, ob TTIP, CETA, die Beliebtheitswerte der Kanzlerin oder die Ukraine-Krise geht. Es wird gelogen und betrogen. Aber warum? Was sollen wir denn nicht mitbekommen? Etwa das hier im Video? Sollen wir weiter Zahlmeister bleiben? Für eine Nichtregierungsorganisation? Zunächst einmal möchte ich Ihnen zeigen, dass Ihr Personalausweis oder Ihr Reisepass Sie nicht als deutscher Staatsangehöriger ausweist. Ich habe mir hier einmal eine Behörde im Süden des Landes ausgesucht. Hier ist es die Landeshauptstadt Bayerns, nämlich München. So, Staatsangehörigkeitsausweis beantragen, München. Ein Reisepass oder Personalausweis sind keine sicheren Nachweise für den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit. Und um zu zeigen, dass dies kein Zufall ist, gehen wir auch mal in den Westen, in den Rhein-Sieg-Kreis. Deutscher Reisepass und Personalausweis sind lediglich Indizien, welche darauf hindeuten, dass die Inhaberin oder der Inhaber des Pass- und Ausweisdokumentes die deutsche Staatsangehörigkeit vermutlich besitzt. Vermutlich besitzt. Sie wundern sich schon etwas? Nun gut, also kommen wir jetzt mal zum Personalausweis. Schauen wir uns einmal unsere Gesetze und Verordnungen zu den Personalausweisen an. Um Personalausweise auszustellen, sind insbesondere das Gesetz über die Personalausweise und den elektronischen Identitätsausweis, das PAUSW-G, und die Verordnung über die Personalausweise, PAUSW-V, wichtig. Was muss laut Gesetz drinstehen? Nach dem Personalausweisgesetz, § 5, Ausweismuster, müssen folgende Dinge drinstehen. Eins schenken wir uns mal, so. Hier, das ist wichtig. Der Familienname und Geburtsname, Vornamen, Doktorgrad, Tag und Ort der Geburt, Lichtbild, Unterschrift etc. Wichtig ist hierbei der Familienname und Geburtsname. Muss laut Gesetz im Personalausweis stehen. Habe ich hier auch nochmal zugeschrieben. Und jetzt schauen wir uns einmal an, wie ist denn der Familienname definiert? Und dazu gehen wir in die Personalausweisverordnung, Artikel 28, unter Antrag. Im Absatz 1, Satz 1, finden wir Angaben zur Identitätsfeststellung von juristischen und natürlichen Personen. Bei natürlichen Personen sind dies insbesondere der Familienname, die Vornamen, der Tag und der Ort der Geburt. Bei natürlichen Personen sind dies insbesondere der Familienname. Bei juristischen Personen sind dies insbesondere der Name. Natürliche Personen, Familienname, juristische Personen, der Name. Wir wissen jetzt, die natürliche Person hat den Familiennamen und eine juristische Person hat den Namen. Mit diesem Wissen schauen wir uns jetzt einmal das Muster des Personalausweises laut Personalausweisverordnung an. Hier ist die Vorderseite, die Rückseite. Und die Aufkleber, wenn man die Anschrift geändert hat. Dieses Muster habe ich Ihnen jetzt hier auch einmal in dieser Präsentation aufgeführt. Hier haben wir es. Und jetzt schauen wir mal, was steht hier. Schauen Sie in Ihrem Personalausweis nach. Stehen müsste dort Familienname. Es steht aber Name. Der Name steht für die juristische Person. Wir erinnern uns. Ja, Sie sind eine juristische Person. Und da alles groß geschrieben ist, haben Sie auch noch den Status Capitis Deminutio Maxima, die völlige Entrechtung. Und ganz nebenbei, das Land Deutsch gibt es auch nicht. Wenn, müsste hier richtigerweise stehen BRD oder Bundesrepublik Deutschland. Wer noch Zweifel hat, dass wir ein besetztes Land sind, hier sind nur einige Gesetzesauszüge. Grundgesetz Artikel 79. Dort finden wir oder den Abbau einer besatzungsrechtlichen Ordnung zum Gegenstand haben. Eine besatzungsrechtliche Ordnung in einem nicht besetzten Land. Artikel 120 Grundgesetz. Der Bund trägt die Aufwendungen für Besatzungskosten. Besatzungskosten in einem nicht besetzten Land. Artikel 125. Innerhalb einer oder mehrerer Besatzungszonen einheitlich gilt. Besatzungszonen in einem nicht besetzten Land. Dieses System wird kippen, das ist sicher. Der Bogen wurde überspannt und dieses Wissen verteilt sich in enormer Geschwindigkeit im Netz. Die Herrschenden im Hintergrund, die sogenannten Eliten, benötigen unbedingt einen Krieg, um ihr verlogenes Geldsystem am Leben zu halten. Wie bereits in den ganzen vergangenen Jahrhunderten.
Da machen wir Menschen aber nicht mehr mit und ich rufe auch die vernünftigen Eliten dazu auf, konstruktiv ein neues System auf Kooperationsbasis zu unterstützen und die Wahrheit zu verbreiten. Jetzt wissen wir, dass wir entrechtete juristische Personen, also Sachen sind. Aber wo liegt jetzt der Unterschied? Der entscheidende Unterschied zwischen natürlichen und juristischen Personen. Ich bediene mich mal ausnahmsweise Wikipedia, welches aber grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen ist, da hier seitens des Staates massiv gefälscht wird. Eine natürliche Person ist der Mensch in seiner Rolle als Rechtssubjekt, das heißt als Träger von Rechten und Pflichten, als Träger von Rechten und Pflichten. In früheren Rechtsordnungen, wie zum Beispiel im klassischen römischen Recht, gab es auch Menschen, die keine Rechtssubjekte und damit auch keine Personen in unserem Sinne waren, so etwa Sklaven und solche Familienangehörige, die der Herrschaftsgewalt des Familienoberhaupts, Pater Familias, unterworfen waren. Familienoberhaupt ist in diesem Fall der Vatikan. Sie sehen, den Status einer natürlichen Person, den hat man uns genommen. Vergleichbare Wirkungen hatten noch in der Neuzeit der Klostertod oder der bürgerliche Tod. Gegensatz zur natürlichen Person ist die juristische Person. Also wir. Wir sind der Gegensatz zur natürlichen Person. Wollen Sie jetzt wissen, warum an Gerichten in Sachen Müller gegen Meier verhandelt wird? Wer eine Sache ist, eine juristische Person, der wird vor Gericht auch als Sache behandelt. Aber warum erfährt man das von den sogenannten Juristen nicht selber? Denken Sie einmal darüber nach, wovon diese Menschen leben. Auch denen war es zu Anfang ihrer Karriere nicht bewusst und nach Jahren des Studiums hängt man dann in der Falle. Deshalb verurteile ich hier nicht pauschal jeden einfachen Juristen, aber zumindest die Richter und lehrenden Professoren, die wissen es genau, was sie dort und vor allem, warum sie es tun. Kommen wir jetzt zur BRD. Ist die BRD überhaupt ein Staat oder doch nur ein Verwaltungskonstrukt? Es wird doch immer von Reichsdeutschen, zum Beispiel Xavier Naidu, gesprochen und die Verwaltungen haben extra Anleitungen, wie damit umzugehen ist, so nach dem Motto durchs wilde Absurdistan oder wie Reichsbürger den Fortbestand des Deutschen Reiches beweisen wollen. Hier versucht man zynisch alle Sachargumente wegzubügeln und die Menschen als Spinner darzustellen. Gruß von hier aus an das Sonnenstaatlandforum, KKR und weitere BND-Einrichtungen und den Verfassungsschutz, der ein nicht gültiges Grundgesetz schützen soll. Aber meine lieben Zuschauer und Leser, Sie haben gesehen, irgendwann verstrickt man sich in seinem Lügenkonstrukt. Auch die wissenden Zyniker sind nicht unfehlbar, die ehrliche und aufrichtige Menschen schnell als Verschwörungstheoretiker oder als Rechte abstempeln, obwohl sie selber zurzeit als Erfüllungsgehilfen der Firma BRD mithelfen, dass Nazis in der ukrainischen Regierung unterstützt werden. Das Ziel dieser Desinformanten ist es, uns vollständig in der EU aufgehen zu lassen, da nur wir Deutschen noch in der Lage sind, durch die fehlende Souveränität in den alten Rechtsstand Deutsches Reich vor 1914 zu kommen und somit diese ungerechte EU mit allen bestehenden und noch geplanten Verträgen wie den ESM, TTIP, CETA etc. legal zu kippen. Sie sehen, welche Verantwortung auf uns allen lastet. Wichtig, wenn ich hier vom Deutschen Reich spreche, dann ist es immer das Deutsche Reich vor dem Ersten Weltkrieg, nicht das Deutsche Reich der Nazis. So, und damit Sie jetzt endgültig verstehen, dass Sie dort in Berlin Verbrecher regieren, die unser aller Geld verschleudern, hier der letzte ultimative Beweis. Nach der international anerkannten Drei-Elemente-Lehre müssen folgende drei Merkmale erfüllt sein, um die Existenz eines Staates feststellen zu können. Ein Staat benötigt ein Staatsvolk, Staatsgebiet, Staatsgewalt. Sobald nur eines fehlt, kann man nicht mehr von einem Staat sprechen. Punkt 1. Ein Staatsvolk kann die BRD nicht haben, weil die Staatsangehörigkeit Deutsch lautet und nicht BRD oder Bundesrepublik Deutschland. Ich hatte Ihnen bereits bewiesen, dass selbst nach den fiktiven Gesetzen dieses fiktiven Staates die Personalausweise ungültig sind, da sie fehlerhafte Angaben enthalten. Name statt Familienname wie im Gesetz gefordert. Zu 2. Ein Staatsgebiet kann die BRD nicht haben, da im Bundesverwaltungsgerichtsurteil von 1987 das Deutsche Reich Deutschland zumindest noch bis 87 Bestand hatte, da es kein gegenteiliges Urteil gibt und die Worte des angeblichen Verfassungsgerichts Gesetzeskraft haben, besteht das Deutsche Reich noch heute. Und zwei Staaten auf ein und demselben Territorium geht nur einmal nicht. Demzufolge ist die BRD ein Verwaltungskonstrukt, welches einen Staat nur vortäuscht. Und zum dritten Punkt, da alle Juristen und Beamten keine Akkreditierung, Zulassung der Alliierten zur Ausübung ihres Berufsstandes haben,
beziehungsweise nur über Dienstausweise und keine Amtsausweise oder Bestallungsurkunden verfügen, gibt es auch keine Staatsgewalt. Wer jetzt aber immer noch Zweifel hat, dem sei noch einmal gesagt, dass unser Grundgesetz im Artikel 23 früher den territorialen Geltungsbereich festgelegt hatte. Also hier wurde das Staatsgebiet definiert. Diesen Artikel 23 hat man einfach geändert und den territorialen Geltungsbereich in die Präambel des Grundgesetzes verschoben. Dabei hat man nur vergessen, den Grundgesetz Artikel 144 2 anzupassen. Aber so sind sie halt, unsere Täuscher. Die sind sich ihrer Sache so sicher, dass es niemand bemerkt. Im Artikel 144 2, soweit der Anwendung dieses Grundgesetzes in einem der in Artikel 23 aufgeführten Länder oder in einem Teil dieser Länder Beschränkungen unterliegt. Schauen Sie mal nach in Artikel 23. Sie werden dort keine Länder finden. Man hat einfach vergessen, diesen Artikel zu ändern. So, und da man den territorialen Geltungsbereich in die Präambel verschoben hat, wollen wir doch mal gucken, was ein ausgewachsener Ministerialrat denn zu einer Präambel sagt. Dazu nehmen wir hier die Definition vom leitenden Ministerialrat der Hessischen Staatskanzlei, Herrn Dr. Eggert Winter, auf den Seiten des Gabler Wirtschaftslexikons. Dr. Eggert Winter, leitender Ministerialrat zur Präambel. Einleitung zu Gesetzen oder völkerrechtlichen Abmachungen, häufig auch in Verträgen. Die Präambel hat grundsätzlich keine unmittelbare Rechtsverbindlichkeit. Sie dient aber der Auslegung einer Verfassung. Die kann ich mal so oder so sehen. Ich kann, muss ich aber nicht. Sie hat keine unmittelbare Rechtsverbindlichkeit. Ich bin mal gespannt, wie lange die oben genannte Seite auf den Seiten des Gabler Wirtschaftslexikons noch Bestand hat, wenn der Film erstmal online ist. Die Präambel hat keine Rechtsverbindlichkeit. Das heißt im Klartext, sie gilt nicht. Dort könnte auch eine Backanleitung für Dresdner Christstollen stehen. Weiterhin heißt es in der Präambel, damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk. Es gilt nur für das deutsche Volk? Was ist denn aber mit den hier lebenden ausländischen Mitbürgern? Für die gilt das jetzt nicht, oder? Die Bundesrepublik Deutschland ist tatsächlich eine Firma und Sie sind über Ihren Personalausweis Unterfirmen. Sie sind staatenlos. Sinn und Zweck der Firma BRD ist es einzig, Ihre Arbeitskraft und Arbeitsleistung abzuschöpfen. Nehmen wir nur einmal das Opel-Werk in Bochum. Der Konzern hat in Deutschland noch nie Gewinne eingefahren, sondern musste Millionen Lizenzgebühren in die USA abführen und konnte sich so bilanziell arm rechnen. Umgekehrt, die Aufwendungen jedoch wurden hier steuerlich geltend gemacht. Genau dasselbe passiert mit allen anderen Firmen in unserem Land. Die Gewinne werden kleingerechnet und die Verluste werden steuerlich geltend gemacht. Willkommen in der Wirklichkeit, liebe Deutsche und auch Migrantendeutsche. Ihr habt jahrzehntelang als Sklaven für die Interessen anderer gearbeitet. Man hat uns vorsätzlich getäuscht und ausgenutzt. Mich natürlich auch. Jetzt verstehen Sie vielleicht, warum Gesetze gegen die Interessen der Mehrheit der Menschen im Land entstehen können. Gewundert haben wir uns ja schon oft. Die Politiker sind nicht am Wohlergehen des Volkes interessiert. Sie sind nur an ihrem persönlichen Profit interessiert. Sie müssen Geld für ihre Warenherren, die im Verborgenen agieren, verdienen. Denken Sie an das Seehofer-Zitat bei Pelzig. Diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu melden und die, die bestimmen, die werden nicht gewählt. Eben damit die Welt noch mehr kontrolliert und beherrscht werden kann. Jetzt verstehen Sie, warum es beim Euro keine Volksabstimmung gab, warum ein ESM, Bankenrettung, möglich war, warum es eine sinnlose und überstürzte Energiewende gibt, die bar jeder Vernunft vonstatten geht. Googeln Sie mal nach der CO2-Lüge. Warum für alles Geld da ist, nur nicht für die Gemeinden und unsere Kinder. Warum die Euro-Rettung, Umverteilung zu den Banken, also Hochfinanz, möglich ist. Warum es das TTIP geben wird, das CETA-Abkommen, Fracking, Maut. Warum die USA weltweit Länder zerbomben und uns die Flüchtlinge ins Land schicken. Warum die Medien in diesem Land kontrolliert werden und gesteuert sind. Siehe auch gekaufte Journalisten von Udo Ulfkotte. Warum es den Begriff Verschwörungstheoretiker gibt. Genau deshalb, damit sich diese Wahrheiten eben nicht verbreiten.